Mich verbindet witzigerweise wirklich sehr viel mit der Speakerin vor mir. Jugendlicher Leichtsinn, Alkohol. Da treffen wir uns. Bei mir war das bloß nicht der Mittelpunkt, sondern nur der Treibstoff. Aber ich erkläre es gleich nochmal. Ich weiß, mittlerweile sitzen, glaube ich, viele Leute hier, die nicht direkt aus Sachsen oder Leipzig kommen. Bei uns gibt es ja nur das G8-System, das heißt, man kommt sehr jung aus der Schule. Ich wurde auch noch sehr jung eingeschult, das heißt, ich habe mit 17 Abitur geschrieben und war mit 18 fertig. Also einen Monat danach oder sowas. Jedenfalls, warum sage ich das? Wir hatten sehr viel Zeit und waren noch sehr jung. Das ging ungefähr so los. Das hier bin ich, mit einer unglaublich intelligenten Pose und wollte damit ausdrücken, dass ich wirklich viel Zeit hatte. Das sind meine Freunde, die auch sehr viel Zeit hatten, zum Beispiel sich zu Leuten in eine Telefonzelle reinzustopfen. Und so ging das dann meistens aus. Warum zeige ich das? Das ist witzigerweise wirklich ein Teil der Entwicklung, auf die ich hinzeigen will. Und zwar, wir hatten viel Zeit und viel Spaß im Leben und haben zusammen einen Verein gegründet, und zwar den Mod e.V. Das ist so eine der ersten Sachen, die wir dazu entwickelt haben. Mod ist keine Abkürzung. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von Mod FM gehört hat. Das ist ein Radio, das da hinten rum entstand. Aus dieser Idee ganz, ganz flach. Und ich glaube, die Macher, die aktuellen von Mod FM, kennen das teilweise gar nicht genau. Jedenfalls, Mod war unsere Idee von, wir haben unsere neue Religion. Das ist erstens mein zweites, das erzähle ich vielleicht nach einem privaten Gespräch, was wir da sonst bei gedacht haben. Jedenfalls dachten wir uns, wir wollen gerne was Schönes machen und was können wir machen nach der Schule, alles nur nicht arbeiten oder studieren. Das war unser erster Gedanke, deswegen haben wir reingekommen und dachten uns, wir müssen uns irgendwie, ich habe da das Konzept jetzt auch gefunden, das ist ganz interessant, ein Haus mieten, da machen wir unten Partys, da oben können wir leben und das ist dann die Zukunft. Wir machen das als nächstes, wir gründen einen Verein. Vereinsanmeldung kostet 90 D-Mark, Euro, das ist Euro, okay, Entschuldigung. Das ist zu viel für uns, lassen wir das. Ja, wirklich, das ist wirklich daran gescheitert. Das will ich jetzt noch nicht mal packen. Das ist nur um grob zu beschreiben, wie wir so damals drauf waren. Daraus folgte, dass wir Geld gesammelt haben jedes Jahr, denn wir hatten so unser Gründungsdatum am 13.02. war das, 2003, da haben wir sozusagen dort so einen Vorverein gegründet, haben zusammengetan und haben Partys gemacht und irgendwann mal festgestellt, Mensch, ganz viele Leute geben was dazu, wir werden älter. 2005. Wir hatten sehr, sehr viel Geld gesammelt mittlerweile und dachten, da können wir eine richtig tolle Party machen. Grundprinzip war, wir machen irgendwie DJs und eine Band, das ist dann übrigens sogar ich. Die Band hat nicht wirklich auch funktioniert, aber egal. Jedenfalls machen wir DJs, wollen DJs machen eine Band und sowieso alle Alkohol ist kostenlos. Ich habe da Fotos von Kühlschränken voller Wodka gesehen. Das war so die erste Flatrate-Party, glaube ich. Und so ging die auch aus, mit dreimal Krankenwagen an dem Abend. Da gab es eine ziemlich gefährliche Treppe. Es war keine Alkoholvergiftung, es war eine echt gefährliche Treppe. Auf was will ich hinaus? Wir fanden auch, die Organisation hat echt Spaß gemacht und uns hat es richtig Lust gemacht, das zu organisieren, Leute zusammenzutrommeln, Freunde zu haben, die alle mitmachen, jeder hilft, keiner will Geld und niemand wollte was dran verdienen. Das war wirklich das Prinzip. Das hat auch bis heute so funktioniert. Und jedenfalls haben wir da unsere erste Party. Hier ist auch der Barschrank, an dem das Motto hieß am Abend, niemand kriegt was Alkoholfreies. Und wir haben auch jemanden da, der musste drunter leiden, der ist nämlich Straight Edge bis heute und hat dort keine Getränke bekommen. An dem Abend. Und dann hintenrum auch. Das ist so sah am nächsten Morgen aus und das ist so ein grobes Bild von der Party. Ich möchte auch sagen, damals, 2005, 2003, da gab es nur eine Kamera im Freundeskreis und die konnte auch nicht wirklich viel. Aber die Fotos sind noch da. Daraus entwickelte sich sozusagen die ganze Idee, Mod zu, was Veranstaltungen zu machen. Wir haben auch Richard Wagnerheim zum Beispiel Mod und Musik und Bier, Mod Grillestil hieß es damals. Das war eine Veranstaltung, die offiziell bis 22 Uhr angemeldet war. Da kam Musik, war 5 Uhr morgens zu Ende. Das hat jahrelang funktioniert, bis dann immer mehr Open Airs waren und dann haben sich Ordnungsbehörden als Ordnungsamt gesagt, das funktioniert nicht mehr. Wir haben da so viel schlechte Erfahrungen mit euch gemacht. So. Die Gründung des Mod e.V. Das ist der mächtige Vorstand des ersten Mod e.V.
man sieht daran, dass er mächtig ist an seinen mächtigen Halterungen, wie hier zum Beispiel. Wir waren, glaube ich, in der ersten Gründung 8 Leute und waren der Meinung, umso mehr im Vorstand, umso besser, alle sollen mitreden. Das hat sich aber natürlich sehr aufgelöst, dass das nicht so gut funktioniert, wenn der Vorstand nicht entscheidungsfähig ist, sondern sich nicht treffen kann. Das war auch kurz wenige Tage nach der Veranstaltung. Also wir haben das versucht zu planen. Das war der 19.02., das möchte ich darauf hinweisen. Das heißt, in genau 2,5 Stunden wird der MOTV 11 Jahre alt. Ja, könnt ruhig applaudieren, wenn ihr das wollt. Den gibt es also noch immer. Wir haben ihn nicht ausgetragen. Wir haben ihn nicht aufgelöst, nicht liquidiert, nichts. Das war unser erster Vorstand. Damit so sind wir auch dann ungefähr zum Notar gelaufen, Buchstaben drauf gemacht, haben immer wieder davor gesagt, mit dieser Unterschrift besiegel ich mein Schicksal im Notar. Der Notar hat überhaupt nicht gewusst, warum wir alle da sind, weil wir überhaupt nicht das wussten, aber war gar nicht notwendig oder so, aber das war ein sehr witziger Abend. So, es entwickelte sich, wir haben Leute kennengelernt, man ist in die Szene reingekommen, muss sagen, in Leipzig, Konzert- und Musikszene funktioniert wirklich wunderbar, wenn man die richtigen Leute kennt oder man einfach Spaß hat. Das heißt nicht, dass irgendwie alle doof sind oder so, sondern man muss sich halt treffen und zusammen Lust haben, was zu machen, und dann funktioniert es auch sehr gut. Der MOTV entwickelte sich dahin, das ist ein Foto, das war glaube ich 1-2 Jahre später, das war dann der neue Vorstand. Ja, es ist ein bisschen inszeniert, ich gebe es zu. ich möchte auch noch zeigen, es waren nur noch 5, es waren neue Leute dabei und es ging vorneweg und wir hatten wirklich viel Spaß und das war toll. Wir haben halt wirklich alles gemacht, wir haben wirklich viel Arbeit gehabt, Flyer verteilt, Webseiten erstellt, alles ohne jemals einen Cent daraus zu kriegen. Wir haben es wirklich nur gemacht, weil es uns Spaß gemacht hat. 6-7 Partys manchmal im Jahr oder Veranstaltungen, da haben wir alles gemacht. Unser Konzept war zu sagen, wir bringen junge Künstler nach vorne, holen irgendwie Größere, die dahinter spielen, jetzt nicht David Guetta oder sowas, sondern irgendwie was so im Bereich von 200-300 Gästen, die sich halt interessiert. Also, ups, bin dahinter gekommen. Ja, vielleicht kann das auch so machen, das ist eigentlich alles. Das ist das Zeichen von heute, vielleicht hat schon mal jemand irgendwo gesehen. Mittlerweile ist es ja eher von unserem Stadtbild verschwunden, denn wir sind dann irgendwann mal älter geworden und haben Kinder gekriegt, aber das jetzt greife ich vor. Denn es war mit immer Spaß. Aber ich dachte mir irgendwann mal, so die haben immer mehr Minimal und Techno gebracht mit, und irgendwann kam halt nichts mehr mit Rock. Und ich hatte mehr Kontakt immer mehr in die Hardcore-Szene, Metalcore-Szene und es hat mir Spaß gemacht, mit den Leuten unterwegs zu sein. Und dachte mir, jetzt kennst du dich aus, wie man Veranstaltungen und Konzerte macht, du hast deine guten Freunde, es funktioniert alles. Jetzt geht's los, du gründest. Warum sieht das schlecht aus? Warum sieht das nicht aus, als hätte es ein Grafiker gemacht? Denn das Prinzip, wie auch schon bei Mod, war do it yourself. Und also habe ich es einfach selbst gemacht, mich mit Photoshop hingestellt und jeden Mist, alles, was irgendwie nur selbst zu machen ging, selbst gemacht. Und das war eigentlich ziemlich alles. aber was ich immer hatte, und das ist auch vielleicht ein großer Teil meiner Geschichte, ist viele Freunde und viele Menschen, die es mir gegönnt haben, irgendwas zu tun. Und die haben mir auch geholfen kräftig. Und die ersten Veranstaltungen waren im Dezember. Das waren diese tollen Flyer, ja. Also, jemand meinte zu mir, das ist halt so, sehen, Achtung, welche Kopfleier halt aus, Punkt. Wir hatten auch eine gute Idee, fand ich. Und zwar, wir haben hier so eine Suicide Dance gemacht. Fanden wir jedenfalls gut. Haben wir auch später erfahren, warum da niemand kam. Da hat sich gut geworben. Und ich war halt die Strukturen gewohnt, die ich bei Mod gewohnt war. Ich hatte viele Freunde, die nochmal viele Freunde hatten, die wieder Freunde hatten und man hatte schon Kontakt zu den wichtigen Leuten. Und was ganz Wichtiges finde ich persönlich, vielleicht sieht das auch jemand anders, der hier vor Ort ist, aber das Wichtigste beim Konzertveranstalten ist, die Leute einzubekommen. Und die kriegt man nicht gar nicht, mittlerweile ist ja Facebook, über den Flyer, den man also in XY gibt, sondern kriegt man darüber, dass es immer, vielleicht denkt ihr mal selber drüber nach, wie es bei euch ist, Freundeskreise gibt und 2-3 Leute in diesen Freundeskreisen sagen, wo es hingeht. Beziehungsweise folgen die Leute denen, wie auch immer. Wenn man diese 2-3 Leute da hat, von allen Freundeskreisen, dann läuft das richtig gut. Das war bei Motto irgendwann mal so, das lief wirklich von alleine. Wir haben gar keine Flyer mehr verteilt oder sonst wie geworfen. Wir haben einfach den richtigen Leuten Bescheid gesagt und wurde es voll. Ich kannte nicht so viele Leute in der Szene, zumindest nur die Falschen. Aber dennoch liefen die Partys gut. 25. Dezember ist immer was richtig Tolles. Viele Leute kommen von außerhalb nach Leipzig, haben Geld in der Tasche und trinken sehr viel. Somit macht man immer Geld an diesem Tag. So sehen dann auch die Partys aus. Also das war die erste. Da haben wir so ein bisschen Schnipsel selbst gemacht. Man sieht es, irgendwelche Zeitungen zerrissen.
eine unglaubliche Sauerei, oh mein Gott. Wir sind wohl stundenlang schrubben. Und hier ist eigentlich das Wichtigste auch mittlerweile, diese ganzen Leute, diese unbeteiligten Menschen, sind die Freunde, die auch bei Mod mitgemacht haben. Und sind einfach nur vorbeigekommen, weil ich eine Veranstaltung gemacht habe. Die haben die Musik noch nie gehört, die kannten die Musik nicht, die war ja auch vollkommen egal. Die haben einfach mitgetrunken und mir geholfen, sagen, hier, wir unterstützen dich durch Alkohol, also indem wir es konsumieren. Ich möchte aber kurz sagen, dass auch ich ja von Mod kam und dementsprechend Preise gewöhnt war, 1,50 Euro das Bier, 1 Euro das Sternburg, was auch immer. Ich habe nie mehr darüber nachgedacht, naja, was müsste ich denn eigentlich einnehmen, wie viel Geld brauche ich denn am Ende, mit was komme ich denn am Ende raus? Welche Überlegung gab es gar nicht, denn die Überlegung war, was kann ich maximal einen Eintritt verlangen und was kann ich dafür noch holen? Da muss ich sagen, meine Konkurrenz waren letztendlich Jugendclubs und gemeinnützige andere Vereine oder Leute, die halt einfach gesagt haben, wir wollen nichts verdienen, wir wollen das Konzert machen. Dann muss man, wie soll man den Leuten erklären, ach übrigens, da drüben zahlt er 5 Euro, bei mir zahlt er 15 für, ja, ich weiß nicht für was. Es war, ich hatte mir da kein Konzept überlegt, ich fand es einfach toll, ich wollte Veranstaltungen machen und ein bisschen Geld verdienen. Und hatte auch eine super Finanzierungsmethode. Ich hatte eine schöne Plattensammlung. Hip-Hop, die passen zu Hardcore. Die habe ich aufgelöst, 350 Platten, die ganz guten Wert hatten. Ich war auch der Überzeugung, ich sollte mich mal von meinen Besitztümern trennen. Das habe ich gut geschafft. Ich traue einigen Platten immer noch hinterher. So, nachdem ich nüchtern wurde. Das hat alles nicht gereicht. Trotzdem bin ich am Ende mit Schulden raus. Also ich hatte auch nie irgendjemanden, der mich unterstützen konnte. Dementsprechend hing ich dann auch selber drauf. Aber es ging trotzdem ja bei Suicide bergauf. Das möchte ich nochmal sagen. Ich habe ein Konzert mit Troopers gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine sehr bekannte Oi-Punk-Band in der Oi-Szene. Skinhead-Szene sind sie wirklich mit das Nonplusultra in Deutschland, meiner Ansicht nach. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber damals waren sie es. Wir haben im Kulturrundhaus Leipzig immer Veranstaltungen gemacht. Das gibt es nicht mehr. Das war es gegenüber dem Haus Leipzig oder war. Da war auch alles super, es war nicht teuer und diese Veranstaltung, die lief so gut. Ich bin hintergelaufen zu dem Musiker und habe gesagt, Jungs, ihr müsst raus, wir haben kein Bier mehr. Und wenn ihr schon mal 150 Skinheads im Raum hattet, dann wollt ihr, dass da noch Bier da ist. Die werden da nicht so, es gibt Leute, die verstehen das besser, die nicht. Jedenfalls, die Voodoo sind ganz nette Leute. Der erste Satz war vor dem Auftreten war, wir müssen jetzt auftreten, weil es jetzt gleich kein Bier mehr gibt. Das ist vielleicht eine Werbemaßnahme, die Bar wurde nochmal gestürmt. Wir haben damals gab es noch so ein Nachttaxi, das Bier gebracht hatte. Wir haben Leute zur Tanke geschickt und für ein Jahr auch nur irgendwie Bier ankriegen. Das sind nämlich auch die Leute, die da gearbeitet haben. Ja, das waren auch alles meine Freunde. Die haben keinen Cent gekriegt. Ich habe immer gesagt, wenn wir was verdienen, gebe ich euch Geld. So war es auch, dem haben die auch vertraut. Ja, und so lief es ganz gut. Und dann dachte ich mir, naja, wenn wir jetzt schon was haben wir hier? Warte, ganz kurz, ich habe ein Problem mit den Daten. 2007, also wir haben den Januar 2007, ich betone am Dezember angefangen, wenn es so gut läuft, dann müssen wir natürlich gleich den nächsten Schritt gehen und die nächste große Band einladen. Also Februar war noch ganz normal und dann kam Born from Pain. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt, aber in der Hardcore-Metalcore-Szene ist die schon nicht gerade eine kleine Hausnummer. Und die waren auf Tour durch Deutschland und hatten auch schon Tourplakate gedruckt, alles war fertig. Und mein Partner, auf den ich mich sehr verlassen habe, hat gesagt, hey, die buchen wir noch dazu, wir sind zwar nicht auf dem Plakat drauf, aber das machen wir einfach. Ist ja nicht sein Geld gewesen. Ich sage, ja, das machen wir eigentlich. Das finde ich richtig gut, das läuft gerade gut, die Leute kommen zu uns. Das lief nicht so gut. Das war der Moment, und ich meine, das war gerade mal März. Das war das Einzige, was ich miteinander zu finden konnte. Ja. Das sagt schon alles aus. Kulturrundhaus, Leipzig, 15.03. Dieses Datum habe ich irgendwie ausgelöscht gehabt, das wusste ich nicht mehr, wann das war. Wir haben Born from Pain da. Man könnte sagen, da kann man auch mal 600, 700 Leute reinkriegen. Man kann aber auch mal nur 20 Leute reinkriegen zu Born from Pain. Und davon sind wahrscheinlich 17 deine Freunde. Und die anderen drei sind zufällig vorbeigekommen. So. Gruppenbeschreibungen. Wie konnte er so weit kommen? Ja, das war der Moment, wo ich wirklich, also da habe ich nochmal alles auf eine Karte gesetzt, das ist irgendwie zusammengekratzt, meinen unglaublichen Excel-Tabellen, die ich mal angucken durfte. und da war es dann auch wirklich schon vorbei. Also in dieser kurzen Zeit habe ich es wirklich geschafft, einfach mit meinem Modus, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Modus. Ich habe festgestellt,
war ganz fixiert auf Geld. Ich wollte einfach nur Konzerte machen und wollte dann schon, wenn man das Geld gerochen hat, ach komm, das nehmen wir doch mit, aber wirklich gezielt vorher mir nachgedacht, wie ich das zu machen habe, habe ich nie. Also ich hatte nie einen Plan oder irgendwie die Idee zu sagen, ich hole mir eine Weste oder was auch immer. Das war so weit weg und die nächste Veranstaltung war auch schon geplant. Und ich weiß auch, dass der Kollege, mit dem ich da zusammen war, der hat dann an der Abendkasse geweint und ich habe gesagt, das war's. So, das war die Veranstaltung, ihr seht auch wieder ein Flyer von mir. Ich möchte aber wenigstens dieser Roboter, der mächtige Herbert ist, der MoTeV wirklich mächtig war. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob da vielleicht jemand so rausgegangen wäre, aber das war jedenfalls meine Idee. Das wollte ich eigentlich machen, das war so ein ganzes Festival über Ostern. Und Karfreitag, ich habe festgestellt, da darf man eigentlich wirklich keine Veranstaltung machen. Da habe ich auch mal drauf angelegt. Da seht ihr ja das Gleiche. Ich glaube, irgendein Idiot kommt jedes Jahr auf die Idee, da machst du ein Festival über die Tage. Und jedes Jahr scheitert da jemand dran oder mehrere Leute. Auch ein Freund von mir, mit dem ich mal zusammen Konzerte gemacht habe, ist daran schon mehrmals gescheitert. Aber wir geben nicht auf. Irgendwann mal brechen wir die Christen. Ich habe nichts gegen Christen. Das ist wirklich ein Ostdeutschland. Das säkularisierteste Gebiet in Europa, habe ich immer gehört. Relativ lächerlich, wenn man sowas macht. Egal, dazu kam es nicht. Ich habe viele Bands angerufen. Ich glaube, Punchable Act und Kaschen Kaspers, die wollten dann noch Geld von uns haben, weil das so drin stand, Vertragssprache, wenn ihr absagt und so. Kein Problem, ich habe schon ein paar tausend Euro Schulden. Packen wir euren Vertragsstoff noch drauf oder wir erzählen, dass wir krank sind. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendwie haben wir jetzt da rausgeredet, wir haben keine Vertragsstoffe gekriegt, aber wir sind auch nie angekommen. Ich habe da oben die Flucht geschrieben, weil das war für mich auch der Moment, wo ich wirklich einfach fertig war. Also wo ich bin halt mit Schulden raus, ich wusste, ich krieg das Geld noch nicht mehr rein. Und ich wollte in diesem Zeitpunkt auch nichts mehr mit Veranstaltungen zu tun haben. Also ich hatte auch bei Mod mich dann rausgenommen, ich war dann auch, hab dann auch relativ später beschlossen, in Jena noch was zu studieren, also mal ganz leidlich ganz weit weg. Egal. Jedenfalls wollte dann aus Leipzig auch weg, bin dann auch bei Mott aus dem Vorstand, so glaube ich, sogar zurückgetreten oder in eine untere Position, weiß nicht mehr ganz genau. Und wollte mit Konzerten nichts mehr tun, mit Veranstaltungen nichts mehr tun, bin auch wirklich, also ich war richtig, also ich rede auch jetzt zum ersten Mal, es ist ja so ein bisschen, als würde man so sein persönliches Verein öffnen. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte Schulden bei dem Kulturbundhaus. Ich hatte Schulden bei den Veranstaltungstechnikern, die mir die Sachen ausgeliehen haben. Ich hatte zum Glück keine Schulden bei meinen ganzen Mitarbeitern, in Anführungsstrichen Mitarbeitern, weil das alles meine Freunde waren, die mir echt bereitwillig geholfen haben. Und nie dafür was gesehen haben, außer ein paar Freibier. Aber ich glaube, es war trotzdem ganz witzig am Ende, für die zumindest. Das war so mein persönlicher Fuck-up, der wirklich, wirklich bis heute, also mit dem ich so, so unglaublich viel gelernt habe, denn ich habe so beeindruckend viel falsch gemacht. Das reicht eigentlich für 3 bis 4 Fuck-ups. Das ist auch gut, ne? Also kann ich mir vielleicht aktuell mein aktuelles Projekt, in Anführungsstrichen Projekt, sparen, das abzufacken. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ach ja, das waren so meine Vorschläge, also was ich da mitgenommen habe. So, ich habe angefangen, ich hatte kein Ziel. Also ich habe einfach angefangen, ja. Also ich habe das gemacht, weil ich es schon immer gemacht habe, weil ich schon immer denke, ich kann und konnte Veranstaltungen und Konzerte organisieren. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hatte wirklich kein Ziel, außer, boah, größeres Konzert, schöner Konzert, noch mehr Leute. Dass das nicht das Nonplusultra ist im Veranstaltungsmetier, habe ich dann auch festgestellt. So ein bisschen Neudeutsch, was sind meine Assets? So, da habe ich nie Gedanken drüber gemacht. Was kann ich besonders gut? Ich glaube, gut kann ich ein Netzwerk schaffen, beziehungsweise was ein starkes Asset war, waren meine Freunde, waren Leute, die einfach gesagt haben, hier, ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich tust, aber ich finde gut, dass du was tust. So, also wie gesagt, die Freunde, die da saßen, die wirklich noch nie in ihrem Leben überhaupt Rock nur gehört haben, haben mir geholfen. Auch viele, die was mit Rock zu tun haben, haben mir geholfen, so ist es nicht. Das Netzwerk, die Freunde, das waren wirklich meine Stärken. Das war auch bei Mott so. Ich war halt immer der Mensch, der sozusagen die neuen Leute reingebracht hat und für alle halt der Ansprechpartner war. So, das ist eigentlich eine sehr kurze Stärke. Ne? Ich glaube, ich kann auch ganz gut organisieren. Jetzt kommen die großen Schwächen. Welche Schwächen habe ich? Ja, bei Mott habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Was mir auffiel, ich habe nie mit den Künstlern geredet, sondern das haben andere für mich gemacht. Und so wie es gewohnt war bei Mott, dass da jemand sehr, sehr, sehr Zuverlässiges ist, der auch mit im Raum ist
und der das auch sehr, sehr gut kann und auch bei Mod.fm das auch sehr gut gemacht hat mit, habe ich das nie wirklich getan. Also habe ich mir den nächsten Mann gesucht, wo ich dachte, er kann das. Der kannte viele Leute, der war auch in der Szene auch bekannt. Das ist aber nichts Gutes gewesen. Ich möchte jetzt, ich sage auch nicht seinen Namen, ich glaube, der Mann hat da wahrscheinlich am Ende persönlich allgemein genug Probleme, aber ich möchte dir von der Art gehen, trau niemanden, der bei seiner Großmutter aufgewachsen ist. Das können gute Leute sein, aber zweifel sie erst mal. Ich bin immer sicher, dass das irgendwo, ich glaube, er hat noch bei ihr gelebt, mit 24, 25, ich glaube, dass das irgendwo ein Grund gewesen sein muss, dass er Probleme hatte, sich in der Gesellschaft. So wie es halt nötig ist bei Veranstaltungen, da trifft man sich ja, die Szene funktioniert halt anders. Ne? Das ist, also nicht anders, aber sie funktioniert noch mehr auf persönlicher Ebene als vielleicht manche andere Geschäfte. Und das hat im Hintergrund, also erst danach leider kam mal irgendjemand auf die Idee, mir zu sagen, hey Kieran, der Typ, mit dem du da arbeitest, der ist, wir hassen den anderen, wir kommen nicht zu deinem Konzert zu erkennen. Gut zu wissen. Die haben wirklich boykottiert. Ich habe das dann später bei MySpace, MySpace war übrigens damals das Wichtigste, ja, bei MySpace mitgekriegt. So ein Polizistenproblem, ich habe übrigens damals nicht mal Internet. habe ich das dann mitgekriegt, dass die Leute uns wirklich gehasst haben wegen ihm. Ja, was war das nächste Problem? Also habe ich die Kontrolle. Ich hatte nämlich keine Kontrolle. Das war das, ich hatte Verantwortung an ihn abgeschoben und wollte sie auch nicht haben. Irgendwo im Hinterkopf habe ich gewusst, das passt nicht, das funktioniert eigentlich gar nicht. Aber ich habe das nicht wahrhaben wollen. Ich war halt 21, ich war es gewohnt, dass das irgendwie funktioniert. Ich wollte auch, mir war es zu viel Verantwortung, auch gerade mit dem Geld, weil ich kann nicht so gut mit Geld umgehen. Beziehungsweise ich habe da kein Wertigkeitsgefühl für. Das ist keine sehr gute Eigenschaft, aber wenn man sie kennt, dann weiß man, dass man sie kontrollieren muss, besonders. Aber wenn man natürlich das einfach ignoriert, dass man eigentlich keinen Plan über Geld hat und auch kein Gefühl für hat, dann geht das schlecht aus. Vor allem, wenn dann die Leute ihr Geld haben wollen, die von irgendwas verlangen. So, stimmt mein Umfeld, warum habe ich das geschrieben? Ja gut, das habe ich eigentlich schon geschrieben, wie ich so gesagt habe, denn das Umfeld hat nicht wirklich gestimmt. Auch die Leute, die ich kannte in der Szene, waren nicht wirklich so bekannt in der Szene und wie auch immer. Ich habe da auch nicht auf Netzwerk oder sowas geachtet. Ich hab das nicht durchdacht in der Tiefe. Ich habe es einfach gemacht, wie ich es ja schon einfach gesagt habe. Erst tun, dann denken, das ist so, glaube ich, das amerikanische Prinzip, aber ganz so schlecht, wie ich es selber vielleicht nicht tun. Und jetzt das nächste, wer verdient eigentlich Geld um mich herum? Denn das war auch so was, was ich auch immer gemerkt habe, alle haben nicht Geld rumverdient. Das Kulturmotorhaus hat immer Geld verdient, der Veranstaltungstechniker hat Geld verdient, die Leute, wo ich mein Bier gekauft habe, haben Geld verdient. Aber ich habe kein Geld verdient. Die Leute, die aufgetreten sind. Und deswegen, da sagt dann auch niemand was. Solange die ihr Geld alle kriegen, sind alle einverstanden. Auch wenn sie sehen, das Konzept ist alles leer. Solange ich mein Geld habe, ist alles gut. Ja, also das ist wirklich, das ist nicht so, dass die Leute irgendwie alles Arschlöcher sind, aber das will ich auch nicht sagen. Aber man sollte sich irgendwie bewusst machen, ich tue irgendwas und ich muss Dienstleister oder andere Leute dafür bezahlen. Genau. Ich danke euch. So, ihr könnt auch weg. Was machst du denn jetzt eigentlich? Weil du sagst, jetzt Projekte oder was läuft jetzt bei dir? Ja, also jetzt. ich habe es dir extra nicht aufgeschrieben, weil ich habe ja eine sehr andere Vita sozusagen, keine sehr geradlinige Vita. Ich habe Philosophie angefangen zu studieren, weil ich Politik interessant fand. Dann habe ich gedacht, das ist nicht. Dann habe ich auf Politik gewechselt und dann habe ich gemerkt, das ist immer noch nicht. Und dann bin ich auf Jura gewechselt. Ja, ich bin Rechtsanwalt. Ja, ich habe schon aus der ganzen Geschichte hören können. aktuell, also es ist, da ist eine witzige Geschichte. Wenn ihr noch die Zeit habt, würde ich sie kurz erzählen. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, ich habe mir mein Geld geschuldet am Ende. Und was ich vielleicht hätte sagen sollen aus Mod.tv, das war für alle oder für einen Großteil der Menschen, die da mitgewirkt haben, der Karrieregrundstein. So blöd das klingt. Wir wollten damals einfach mal als Freunde zusammenbleiben. Wir sind auch alle noch in Leipzig. Ich bin noch mit meinen Schulfreunden, mit so vielen Schulfreunden zusammen durch Mod. Und dadurch, dass es ja sozusagen der Karrierekutscher war, haben die Kontakte sozusagen nie ganz aufgehört. Und ich habe mit einem Freund zusammen, der heute auch hier ist, eine Kanzlei gegründet im Oktober. Und ungelogen, der erste Mann, die Kanzlei war noch nicht fertig gebaut, der erste Mann, der bei uns in der Kanzlei saß, war der Typ, den ich meine noch Geld geschuldet habe, meine letzte Geschichte.
Er konnte sich nicht mehr daran erinnern und es war ihm auch scheißegal. Das war schön. Die haben gesagt, ich mache das jetzt kostenlos für dich. Und er hat gesagt, nee, ich fand super, kriegst dein Geld dafür und alles schön. Und das war der Moment, das war so wirklich der Moment, wo ich echt richtig geil damit abschließen konnte.